Wunderbaren guten Morgen, beautiful good morning. Okay. Ich kopiere noch mal ganz kurz das Mantra für alle Fälle, no? For any case, let me just put the mantra one more time here. Okay, dann bringst du die rechte Hand auf dein physisches Herz, bring your right hand onto your physical heart und schau, welcher Finger für dich heute schwächer ist. Dann wählst du den für dich schwächeren Finger, and you choose the for you weakest finger, verbindest den mit dem Daumen, no, you connect it with your thumb, legst das Mudra aufs Knie, you bring the Mudra onto your knee. Du kannst die Augen schließen, du kannst die Augen ein Zehntel geöffnet lassen, you can close your eyes, you can keep it one tenth open. Schau, dass du wirklich die Zungenspitze fühlst, und versuchst den Klang mit der Zungenspitze zu erzeugen, den Klang des gesamten Mantras, ja? And please try to create the sound of this mantra, of the whole mantra, with the tip of your tongue. Dann atme tief ein, in der Deep. Und atme tief aus, exhale deep. Und atme tief ein, zu Beginn, in der Deep, to begin. Har 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 Gobinde, har 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 Mukunde, har 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 Udane, har 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 Adiyam, har 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 Kaliyam, har 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 Nyanami, har 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 Gobinde,
Har, 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 har. Mukambi. Har, 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 har. Udali. Har, 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 har. Apani. Har, 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 har. Har, 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 har. Kaliyam. Har, 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 har. Dhyanami. Har, 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 har. Akami. Har, 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 har. Har, 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 har. Mukande. Har, 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 har. Udali. Har, 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 har. Apani. Har, 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 har. Har, 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 har. Kaliyam. Har, 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 har. Dhyanami. Har, 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 har. Dann atme tief ein in der Deep. Und tief aus, exhale deep. Entspannendes Mudra, relaxed Mudra. Sei einfach nur gewahr, just be aware. Okay, und dann locker dich sanft, just gently loosen yourself. Ich poste nochmal das nächste Mantra, I will post the next mantra. Was hierbei heute wirklich wichtig ist, no? What is really important with this? Wir wiederholen nochmal die Kriya von gestern. We repeat the Kriya from yesterday. Schau, dass du das Mantra wirklich so chantest, dass du es mehr nach innen chantest, dass du wirklich ein Gefühl bekommst für die Art, wie das Mantra deinen inneren Körper bewegt und vibriert, ja? So what is really important in this is like that you chant the mantra, let's say inwardly, and you get a sense for how you're actually with chanting this, you're moving your inner body, this vibration of the sound. Yeah, der Blick auf die Nasenspitze und von dort hinunter zum Boden. You gaze at the tip of your nose and from there you look down to your to the floor. Und du faltest die Hände ineinander, sodass die rechte
also der rechte Finger, Zeigefinger oben ist. Yeah? You put the fingers together so that the right index is on top. Und der rechte Index drückt hier auf diesen, auf den Dickdarm-Meridian. Yeah? The right index is pressing the colon meridian. Und die restlichen Finger immer zwischen den, zwischen diesen, diesen Bereichen, zwischen den Knochen. Yeah? The other fingers, you place them between the bones. Am Handrücken, in the back of your hand. Und erzeugt einen gewissen Druck. Create a certain pressure. Die Daumen berühren sich, the thumbs are touching. Und die sind etwa in der Höhe des Herzchakras. And they're kind of in the height of the heart chakra. Wenn du dann diesen Druck gefunden hast, dann hast du die Position. Once you found this pressure, you found your position. Entspann den Rest des Körpers. Just relax the rest of your body. Schau auf die Nasenspitze und zum Boden. Look at the tip of your nose and down to the floor. Und lass es einfach nur wirken. Just let it happen. Und chante in dieser Stimme nach innen. And chant with this voice going, vibrating inside of you. Desha Guru, Dipta Wahe Guru, Vayante, Karyante, Jagadudapate, Adhikita Waha, Ramadhan, Desha Guru. Jagadudapate Adhikita Waha Ramadhan Desha Guru Dipta Wahe Guru Vayante Karyante Jagadudapate Adhikita Waha Desha Guru, Dipta Wahe Guru, Vayante, Karyante, Jagadudapate, Adhikita Waha, Ramadhan, Desha Guru. Jagadudapate Adhikita Waha Ramadhan Desha Guru Dipta Wahe Guru Vayante Karyante Jagadudapate Adhikita Waha Desha Guru, Dipta Wahe Guru, Vayante, Karyante, Jagadudapate, Adhikita Waha, Ramadhan, Desha Guru. Jagadudapate Adhikita Waha Ramadhan Desha Guru Dipta Wahe Guru Vayante Karyante Jagadudapate Adhikita Waha
Jagat Udpati, Adi
Wayante, Karyante,
jagadu de pade adiketawaha ramade te shanguru Jagadu de pati Adiketawaha Ramade Teshanguru Itawahe Guru Wayante Karyante Jagadu de pati Adiketawaha Te Shanguru Itawahe Guru Wayante Karyante Jagadu de Pati Adiketawaha Ramade Te Shanguru Jagadu de pati Adiketawaha Ramade Te Shanguru Itawahe Guru Wayante Karyante Jagadu de pati Adiketawaha Te Shanguru Itawahe Guru Wayante Karyante Jagadu de Pati Adiketawaha Ramade Te Shanguru Jagadu de pati Adiketawaha Ramade Te Shanguru Itawahe Guru Wayante Karyante Jagadu de pati Adiketawaha Te Shanguru Itawahe Guru Wayante Karyante Jagadu de Pati Adiketawaha Ramade Te Shanguru Jagadu de pati Adiketawaha Ramade Te Shanguru Itawahe Guru Wayante Karyante Jagadu de pati Adiketawaha Te Shanguru Itawahe Guru Wayante Karyante Jagadu de Pati Adiketawaha Ramade Te Shanguru Itawahe Guru
Drupadi Adikitawaha Ramade Desha Guru Itawahe Guru Wayante Karyante Jagadudapati Adikitawaha Desha Guru Itawahe Guru. Dann atme ein, inhale. Öffne das Mudra, open the Mudra. Locker kurz die Finger, loosen your fingers a little bit. Atme aus, exhale. Und dann atme tief ein, now inhale deep. Mach die Handflächen gerade nach oben, make your palms flat und dann streck hoch und stretch up. Streck. Feuer aus, fade out. Tief, tief, tief ein, deeply, deeply in. Denk an die flachen Handflächen, think about the flat palms und streck in dieser Weise, stretch in this way. Und aus, exhale. Und noch einmal, one more time. Streck. Und entspannen, please relax. Und locker deine Hände. Now really loosen your hands. Ja, in unterschiedlichster Weise. Schau, dass du die Hände, die auch die Schultern ein bisschen lockerst. See that you also loosen your shoulders a little bit. Dann berühre die Fingerspitzen, now touch the fingertips und kreis vor deinem Herzen, circle it in front of your heart. Und dann entspann für einen Moment, and for a little moment relax. Streck ruhig deine Beine, you can stretch your legs. Und dann erinnere, remember, du atmest ein durch das linke Nasenloch, hier in der through your left. Du hältst den Atem im Nabel, vier Finger unterm physischen, ja? You hold your breath in your navel, four fingers below your physical. Während du den Atem hältst, vibrierst du 16 Mal Waheguru. You vibrate Waheguru 16 times. Und dann nimmst du den Ringfinger, verschließt das linke Nasenloch und atmest aus durch rechte, ja? And then you close the left nostril with your index and you breathe out through the right. And you vibrate the mantra 16 times in the energetic navel, which is four fingers below the physical. Okay? Dann, lass uns beginnen. Let's do it. Atme ein, inhale. Atme aus, exhale, to begin, um zu beginnen, ja. Find deinen eigenen Rhythmus, have your own rhythm. Ein links, inner left. Und 16 mal, 16 times.
Auch immer du gerade bist, atme aus, wherever you now in your counting, exhale. Dann atme ein, inhale. Und atme aus und entspann, and exhale and relax. Für einen Moment genieß die Öffnung. Just for a moment, enjoy this opening. Okay, und dann denk noch einmal dran. Du kontrollierst den Atem, indem du die Nasenlöcher berührst. You are controlling your breath by touching your nostrils. Du atmest ein, you inhale. Und dann verschließt du die Nasenlöcher und hältst. No? And then you're going to close your nostrils and hold. Wenn du nicht mehr halten kannst, öffnest du, atmest aus. Atme es ein und verschließ wieder, während du hältst. Yeah? So then you're gonna hold as long as you can. Then you open them again, you exhale, you inhale and you close them again. Und dann lass uns jetzt zum wichtigsten Teil kommen. Now let's come to the more important part. Und zwar setzt du deine Zeigefinger hier an dieser Linie an. You're gonna put your index fingers here in this line. Und dann rollst du über deine Augäpfel, then you roll over your eyeballs und erzeugst diesen Druck, und du schaust zum dritten Auge. Yeah? You roll over your eyeballs, you create this pressure, you look in the direction of the third eye. Okay, dann lass uns loslegen, let's do it. Atme einmal ein und aus, in and exhale.
Dann setzt deine Finger an, die Zeigefinger, put your index fingers, roll them, atme ein, inhale. Und find deinen eigenen Rhythmus im Atem, find your own rhythm in the breath. Okay, und wo immer du jetzt bist, wherever you are, atme ein und aus, in and exhale. Löse das Mudra, lass die Augen geschlossen, release the Mudra, keep your eyes closed. Schau weiter zum dritten Auge und meditiere auf deine Stirn. Continue to look to your third eye and meditate on your forehead. Entspannen damit, relax with it. Und ich würde fast vorschlagen, der Musik eher zu lauschen als zu singen. I would almost propose you to more listen to the music than to sing. In wirklich eine sehr offene, lauschende, weite Position. Really find this very vast, open, listening position. Jagadut Pate Adiketa Vaha Ramade Tesha Guru Ditta Vahe Guru Vayante Karyante Jagadut Pate Adiketa Vaha Desha Guru Ditta Vahe Guru
Jagadudapati Adhikitavaha Ramade Desha Guru Itavahe Guru Vayante Karyante Jagadudapati Adhikitavaha Desha Guru Itavahe Guru Vayante Karyante Jagadudapati Adhikitavaha Ramade Desha Guru Jagadudapati Adhikitavaha Ramade Desha Guru Itavahe Guru Vayante Karyante Jagadudapati Adhikitavaha Desha Guru Itavahe Guru Vayante Karyante Jagadudapati Adhikitavaha Ramade Desha Guru Jagadudapati Adhikitavaha Ramade Desha Guru Itavahe Guru Vayante Karyante Jagadudapati Adhikitavaha Desha Guru Itavahe Guru Vayante Karyante Jagadudapati Adhikitavaha Ramade Desha Guru Jagadudapati Adhikitavaha Ramade Desha Guru Itavahe Guru Vayante Karyante Jagadudapati Adhikitavaha Desha Guru Itavahe Guru Vayante Karyante Jagadudapati Adhikitavaha Ramade Desha Guru Jagadudapati Adhikitavaha Ramade Desha Guru Itavahe Guru
Dann atme tief ein, neun Hellieb. Press deine Muskeln und streck. Press your muscles and stretch. Feuer aus, fade out. Noch einmal, one more time. Press deine Muskeln, streck die Wirbelsäule. Press your muscles, stretch your spine. Atme aus, exhale. Noch einmal, one more time. Press und streck, press and stretch. Und aus, exhale. Und jetzt sitzt absolut entspannt. Sit completely comfortable. Für die paar Minuten, die wir haben, for these few minutes we have, übe nicht anhaften. Practice to not attach yourself. Jeder Gedanke, jede Empfindung, lass sie geschehen, ohne sie zu unterdrücken, ohne zu folgen oder zu antworten. And now whatever appears within you, let it happen without suppressing anything. At the same time, not following or answering anything. Du bist nur da, just simply there. Sei dir gewahr der Kraft unserer gemeinsamen Intention. Be aware of the power of our connected intention. Genieße, really enjoy diese wache Präsenz, this very awake and aware presence.
Okay, then bring the hands zusammen, bring your hands together. Atmen, inhale. Satnam. Wundervoll. Guten Morgen, Sven. Guten Morgen alle zusammen. Sven, kannst du noch mal ein bisschen was dazu erzählen, warum das Wurzelchakra so wichtig ist und wie die Verbindung zum Herzen ist, zum Herzchakra? Das Wurzelchakra? Mit dem Wurzelchakra haben wir gar nicht gearbeitet, ne? Du meinst den Nabel, ne? Nabel, ich finde den Nabel, genau. Ja, also dieser energetische Nabel ist vor allen Dingen das Zentrum der Stabilität, ne? So, the energetic nail is the center of stability. Und in gewisser Art und Weise hast du in dem Bereich zwei Funktionen, die wir sehr gerne benutzen, ja? We have two functions in that area we really like to use. Der eine ist, wenn du den energetischen Nabel fühlst, mehr mit diesem Gefühl von Schwerpunkt, dann stabilisierst du deine inneren Winde. Das heißt, die inneren Winde sind auch sehr stark verbunden mit deinen, sagen wir, mit deinen Gedanken und damit die Energien in den Kanälen zu beruhigen. So, when we look at the aspect of the point of gravity, we are stabilizing our inner winds and the movement of the winds are very, very closely connected to the movements of thoughts. In some way we stabilize our channels in that way. Ich schalte mal dich mal kurz stumm, weil der zweite Punkt ist, in dem Moment, wenn du die Winde stabilisiert hast und du kannst du anfangen, die Energie im energetischen Nabel zu, sagen wir mal, zu transformieren und in den Zentralkanal zu bewegen. Dann kommst du in Berührung mit der Kundalini. Ja, then the second point, once you you found that stability, you can actually start to transform the energy in that point and move it into the central channel. Then you come into connection with the aspect of the Kundalini. Ja? So, die Verbindung zum Herzen. Das alle Chakren haben eine Verbindung zu allen anderen Chakren, ne? So all chakras are having a connection to all other chakras. In der letzten Serie haben wir diesen Punkt sehr stark dafür benutzt, um diese Öffnung, die im Herzen stattfindet, zu stabilisieren. Das passiert tatsächlich nur durch die Art, wie du deine Aufmerksamkeit mit diesen beiden Chakren verbindest. Ja, wenn du diese Qualität von Stabilität gefunden hast, dann dein Herz spürst, dann verbindet sich das eigentlich von ganz alleine. Ja? So then, to the connection to the heart. Basically, you can connect every chakra with any other chakra,
But once you found the stability in the navel and you feel or open your heart, you have the sense of stability and maybe even security, no? Okay, so viel dazu. So much about that. Dankeschön. Ja, gerne. Okay. Dann sind wir eigentlich schon fast an dem Punkt, um weiter zu üben, ne? Then we arrive at the point of continuing to practice. Okay, vielleicht eine Sache kurz, maybe one thing. Die Kriya, wo du diese beiden Aspekte mit, also diese Aspekte des Nabels, jetzt nicht fürs Herz, ja? So the Kriya, where you basically connect these two aspects in the nicest way, not for the heart, aber für die Kanäle, for your channels und für die Stabilität und for your stability. Ja? Diese Position, this position, die Augen geschlossen, die eyes closed. Du fühlst die Nabel als Schwerpunkt, you feel the navel as a point of gravity. Du verbindest das Gefühl von Nabel und Zeigefinger. Ja? You connect the sensation of the navel and the index fingers. Das heißt, du machst die Zeigefinger ein klein wenig fest. You gently tighten your index fingers. Verbunden mit dem Gefühl von Schwerpunkt. Connected with the point of a sense of gravity. Und dann atmest du lang und tief durch den Mund. Then you breathe long and deep through your mouth. Ja, du hast hier die beiden Seitenkanäle unter Kontrolle. You control the two side channels. Du stabilisierst die Winde über den Nabel and you stabilize the winds over your navel, through your navel. Nach 11 Minuten atmest du etwas tiefer noch ein. After 11 minutes, you inhale a little deeper. Und mit dem Ausatmen aktivierst du die Muskulatur im unteren Bauch. Und ganz wichtig, auch ganz leicht in deinem Geschlecht. Ja? So. Then with the exhale, then in the second 11 minutes, you inhale a little deeper into your belly even. And then with the exhale, you contract the muscles around the energetic navel, but you also include your sexual organ. Und dann wirst du merken, wie du die Energie in den Zentralkanal bewegst. And then you have the sense of moving the energy into the central channel. Diese Kriya ist für mich eine der besten, um dieses Gefühl wirklich zu finden. Ja? This Kriya, I think, is one of the best to find that sense. It's a very powerful Kriya, no? This is a very powerful Kriya. Schau, dass du die ganze Zeit, während du sie machst, die Entspannung hältst, no? See that while you do it, you really maintain the relaxation, like a relaxed open body, you know, einen entspannten, offenen Körper. Trink genug, drink enough. Und ja, that can happen. I would not in any way or form interpret it. It's just what's happening. It's maybe also a part of the cleansing, no? Ich würde das jetzt gar nicht interpretieren, warum das passiert. Es ist einfach ein Teil dieses Prozesses, der auch mit den verschiedenen Reinigungen zusammenhängen kann. And we only do it one more day. Wir machen sie eh nur noch einen Tag. Ja? Morgen machen wir die nochmal. Tomorrow we'll do it again. Weil einfach der Effekt so gut ist für unseren Prozess. Ja? Because the effect is so good for our process. Aber du kannst schauen, dass du so gut wie möglich Spannungsfelder vermeidest. No? But you can see that in the best possible way you avoid creating tension with this. Okay. Dann
Eine Frage, die in letzter Zeit auch immer wieder gestellt wurde, one question I get asked quite regularly lately, war, wenn eine Kriya besonders jemandem besonders schwer fällt, ist das die, die man machen sollte? Ja, so the question was, when this Kriya, one of the practices is especially difficult for you, is that one you should do? Ich würde immer schauen nach dem Effekt der Kriya, anstatt nicht unbedingt des Prozesses, während du sie machst, sondern den Effekt danach. Wenn die Kriya dich herausfordert und du hast danach eine immense Stabilität, mach sie weiter. Ja, warum nicht? Ja. Genauso, wenn eine Kriya für dich sehr sanft ist, aber du hast danach die Stabilität, dann üb sie weiter. Ja. Das geht eher um, das ist meine Meinung, ja. Es geht eher um das Ergebnis. Ja. So, when you do a Kriya which is challenging you and afterwards you're stable, that's a good effect, no? And if you do a soft one, it has the same effect, that's a good effect. Just look for the result, not necessarily for the challenge during the practice, and also don't focus on the challenge during the practice, no? Das heißt, fokussiere dich auch nicht so total auf die Herausforderung während der Praxis. Bleib in diesem offenen, weiten Gewahrsein. Maintain your open awareness. Und dann entscheid nach der Art, wie du dich danach fühlst. No? And then decide in through how this really in the end has affected you. Okay. Ah, die Musik. Let me get the music. Okay, die Augen die ganze Zeit auf die Nasenspitze, die Eyes on the tip of the nose. Mach dieses V fest, tighten das V-Spread. Schau auf die Nasenspitze, look at the tip of the nose und fühl das elektromagnetische Feld. Feel the electromagnetic field. Wirklich, der Rest des Körpers entspannt und offen. The rest of the body is relaxed and open. Und Feuer atmen durch den Mund. Do a breath of fire through your mouth. Steigere die Kraft vom energetischen Nabel mit einem leichten, sagen wir, Hämmern. And now increase the power from your energetic navel with a gentle, let's say, hammering of the breath.
Dann atme ein, inhale. Leg die Hände aufs Herz, put the hands onto your heart. Atme langsam, langsam, langsam und tief. And breathe slow and slow and slow and deep. Shunya, stille, silence. Okay, dann streck deine Hände aus, stretch your hands, Handflächen nach oben, palms up, bleib in der Stille, maintain the silence.
Bring your hand aufs Herz, bring your hands onto your heart. Und pfeife a whistle. Atme tief ein in den Lieb. Press dein Herz, press your heart. Streck die Wirbelsäule, stretch your spine. Synchronisiere deinen gesamten Körper, synchronize your whole body. Und Feuer aus, fade out.
Tief, tiefer in die Pläne. Press und synchronisiere, press and synchronize. Und aus, exhale. Und ein letztes Mal, last time. Und entspannen, please relax. Wundervoll. Vielen Dank. Thank you, thank you. Wir sehen uns morgen noch frischer. So, see you tomorrow. Mach's gut. Hab einen guten Tag und einen guten Wochenstart noch. And get a good start into the week.